Ja, herzlich willkommen zurück bei Zockermania und meinem neuen Projekt The Inner World. Ich bin Christine und wir werden zusammen jetzt The Inner World starten. Was ich davor sagen möchte ist, also ich habe mir das Spiel ausgesucht, weil ich die Grafik einfach unglaublich cool finde. Das zweite ist, dadurch, dass ich ja noch nicht so lange in der Spiele-Szene bin, habe ich überhaupt nichts von The Inner World mitbekommen. Ich habe es in Steam einfach Indie eingetippt und das gefunden und ich fand es einfach ultra geil. Dementsprechend weiß ich auch gar nicht, wie die Story ist und um was es geht. Ich habe auch extra mich von allem, was in The Inner World abgeht oder was da so drin ist, verschanzt. Ich habe allen gesagt, sie dürfen mich nicht spoilern, als ich erzählt habe, dass ich dieses Spiel als nächstes spielen werde. Und dementsprechend kann ich nicht spoilern. Und die Leute von euch, die es natürlich schon mal gesehen haben im Let's Play oder auch schon selbst ausprobiert haben, haben natürlich da einen kleinen Vorteil, weil die können auch schon sagen, was ich genau machen muss. The Inner World ist ein Point-and-Click-Spiel. Soweit ich weiß, ist es ein deutsches Projekt und zwar von Studenten einer Filme- oder Spiele-Animations-Uni, keine Ahnung. Habe ich auch nicht nachgeguckt. Wie gesagt, ich habe das Spiel gefunden und dachte mir, ja, das ist geil, weil die Grafik so geil ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Wir starten ein neues Spiel. Und dann gucken wir. Genau. Wichtig ist auch noch, dass es diesmal keinen Controller gibt, weil wir haben hier eine wunderschöne Maus, wie ihr so seht. Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windpolen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht, mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa heim. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit. In der ewigen Hoffnung, die Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, den er wie einen Sohn großzog. Nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Hey! Hey! Oh. Ich glaube, ich nenne dich Huck. Das darfst du aber nicht haben. Das gehört Conroy. Ich poliere es jeden Tag für ihn. Hübsch, nicht wahr? Oh, schau mal, was es kann. Conroy sagt, es erinnert ihn an den schönsten Tag seines Lebens. Er hat mir aber nie erzählt, was das heißt. Aber weißt du, was ich glaube? Es hat etwas damit zu tun. Du kommst bestimmt viel rum, oder? So als Taube. Weißt du, ich durfte den Palast noch nie verlassen. Wegen meiner komischen Löcher. Ich wünschte, ich hätte Streifen wie jeder andere. Aber schau mal. Hab ich selber gestrickt, damit die Leute keine Angst vor mir haben. Und wenn ihr von den Maschinen verschwendet werdet, seid ihr selbst schuld. Ach, diese Undankbaren. Ich versuche doch nur, ihnen zu helfen. Oh. Robert, mein lieber Junge, spiel mein Lied. Robert, wie oft soll ich es dir noch sagen? Eine Note, ein Takt. Nein!
Nein! Welcher Idiot hat die hier reingelassen? Keine Sorge! Taube, ich habe dir vertraut! Ich werde euren Anhänger retten! Nein! Robert, Junge, bleib hier! Wache! Schickt mir den Igel! Coole Story. Die schnapp ich mir. Mietz, Mietz, Mietz. Diese diebische Taube. Willkommen. Möchtest du eine Führung in die Spielsteuerung bekommen? Ich nehme mal ja. Ich habe mir vorhin zwar kurz die Anleitung angeschaut, aber ja, das ist die Anleitung. Genau die Anleitung, die ich gesehen habe. Klicke auf ein Objekt, um es anzuschauen oder damit zu interagieren. Berühre den unteren Bildrand, um zu sehen, welche Gegenstände du bei dir trägst. Klicke auf einen Gegenstand, um ihn anschauen oder ihn benutzen zu können. Durch Ziehen und Loslassen kannst du Gegenstände miteinander kombinieren. Du kannst Gegenstände aus deinem Inventar auch auf Hotspots in der Welt benutzen. Tippe auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Okay. Geht's da noch weiter? Ja. Hast du alles über ein Thema erfahren, wird das ausgegraut. Zurück zur Hauptgesprächsebene ist der Pfeil. So, ihr wisst jetzt auch Bescheid. Du kannst die Anleitung jederzeit unter Einstellungen aufrufen. Wir spielen jetzt mal weiter. Was ich als erstes sagen möchte, das ist eine ziemlich coole Story. Ich finde die cool. Auch sehr schön gemacht. Man sieht auch jetzt schon sehr viel Liebe, sehr viel Detailreichtum. Und ich werde zu 1000% wieder unglaublich gefordert. Da bin ich mir jetzt schon sicher, weil es ist Klicken und viel überlegen. So, wir nehmen erstmal den Wurm, weil ich bin mir sicher, den Wurm brauchen wir. So, gucken wir uns den Wurm mal an. Er untergräbt die heilige Erde. Haltet den Wurm! Okay, jetzt nehmen wir uns den Wurm. Glitschiges Kleines. Er ist einfach zu schnell. Okay. Was gibt's hier? Alter Fisch. Schauen wir uns mal an. Da liegt ein Fisch auf der Fensterbank. Ich frage mich wirklich, wie er da hochgekommen ist. Na, er wurde wahrscheinlich hochgeworfen. Das ist zu hoch für mich. Okay, es ist zu hoch. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Eine Flasche. Da liegt eine alte Flasche im Müll. Also wenn ich das wiederhole, gibt's nichts. Ich bin natürlich jetzt am Testen. Sie ist gefüllt mit gegorenem Nektarinensaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Dienstag. Vor einem Jahr. Auch sehr schön. Was ist ein Phosphos? Ein Phosphos? Conroy hasst Phosphos. Ich mag sie. Sie machen Licht. Ich mag Licht. Okay, schauen wir mal. Da komme ich nicht dran. Dann gucken wir mal hier das Conroy-Dings. Und hier landet also Conroys Müll. Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadtwache. Den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe. Der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. Okay. Ich finde es Davon will ich nichts mitnehmen. Wie? Ich finde die rechte Hand von der Wache ziemlich cool. Ich will die haben. So, jetzt schauen wir mal, was das Rohr uns hier sagt. Conroys Müllschacht. Warum führt er denn mitten in ein Wohngebiet? Ich weiß es auch nicht. Mist. Lässt sich nicht bewegen. Dabei kann man so einen Tunnel immer gut gebrauchen. Okay, schauen wir mal weiter. Was gibt's hier noch? Hier gab es die Windsocke. Das schauen wir uns doch mal an. Eine Windsocke, die sich im Wind windet. Ah, okay. Oh, toll! Meine eigene Windsocke. Windsocken sind super. Also Robert scheint nicht der Klügste zu sein, muss ich sagen. Weil Robert hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Oh, dieses Lächeln würde ich überall erkennen. Conroy. Lächeln ist hier ein bisschen relativ, würde ich behaupten.
Lieber Conroy nicht. Ist auch nicht er wirklich... Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich. Conroy ist auch wirklich nicht gerade väterlich. So, da ist ein Teddy, aber den kann ich auch nicht berühren. Ich kann hier eigentlich nicht wirklich was berühren. Den Fisch, die Taube. Schauen wir mal, was die Taube macht. Diese diebische Taube. Okay, diese diebische Taube. Komm her, natürlich nicht Täubchen, 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 Putt, Putt. Da ist die Krücke. Jetzt probieren wir es mal mit der Krücke. Vorhin ging es nicht. Eine Krücke? Wem die wohl gehört? Tja, wenn die hier so rumsteht, kann ich sie ja mitnehmen. Oh, jetzt ist mir die Spitze abgebrochen. Ich hoffe, derjenige, dem die Krücke gehört, kommt nicht zurück, obwohl ich wahrscheinlich schneller wäre. Wahrscheinlich. So, hier ist auch nichts mehr. Dann probieren wir mal das Windrad. Die Windräder in dieser Stadt sind nutzlos geworden, seitdem der Wind kaum noch weht. Nein, es muss sich schon von alleine drehen. Okay. Also hier sieht man auch schön, wie die Ebenen sind. Er untergräbt die heilige Erde. Haltet den Wurm! Wir kennen das doch schon. Ich will den blöden Wurm haben. Er ist einfach zu schnell. Okay. Aber hier gibt's eigentlich nichts mehr. Also ich finde hier nichts. Wie kann man denn einen Wurm am besten... Eigentlich brauchen wir eine Gießkanne, die irgendwie... Jetzt schauen wir uns noch das Fahndungsplakat an, die irgendwie das Wasser raus... Warum das Mädchen wohl gesucht wird? ...den Wurm rausholt. Sie sieht doch eigentlich sehr nett aus. Hm. Plakate abnehmen verboten. Jetzt, Robert, nimm schon mit. Plakate abnehmen verboten. Oh, Robert ist ein ganz toller. Okay, wir gucken, wir reden mal mit dem Müllhändler. Hallo, könnt ihr mir vielleicht helfen? Kommt drauf an, was du brauchst. Müll habe ich keinen. Müll? Wie bitte? Nein, ich doch nicht. Er ist ja noch niemand hat hier mit Müll. Ich am allerwenigsten. Mhm. Ja, ich suche auch eigentlich... Brauchst du Müll? Mhm. Klicke auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Okay. Aber warum klappt das jetzt nicht? Tja, ohne angeben zu wollen, kann ich wohl behaupten, dass es sich bei meiner Ware um den besten Müll in ganz Asposien handelt. Ihr verkauft stinkenden Abfall? Ah, ich merke schon, ich habe hier einen Kenner vor mir. Interessierst du dich schon lange für Müll? Ich, hab ihn bisher immer nur weggeworfen. Na, dann hab keine Scheu, dich in meinem Laden umzusehen. Ich will das Brot. Was ist denn das? Das hier, ein exquisites Sandwich. Wurde auch erst zweimal gegessen. Danke. Lieber nicht. Sicher? Ich hätte auch noch einen halben Wollmilchshake dazu. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es ein Wollmilchshake ist. Danke, danke. Keinen Hunger. Nicht mehr jedenfalls. Wahrscheinlich nie wieder. Okay, dann probieren wir doch mal das Taubenfutter. Das hier ist leckerstes Taubenfutter. Ich schwöre, nichts, was Flügel hat, kann dem hier widerstehen. Toll, genau das, was ich brauche. Kann ich das haben? Für Aspororo gehört es dir. Was sind Aspororo? Ah, da habe ich auch schon die Frage, aber ich will erst den Buchstaben. Ist das ein A? Das hier? Möchtest du vielleicht einen Buchstaben kaufen? Den gibt es schon für günstige Aspiriri. Wozu sollte ich den denn brauchen? Wie heißt du, Junge? Robert. Tja, wenn du ein A hättest, könntest du zum Beispiel Roberta daraus machen. Oder Robert. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Nein, danke. Mein Kopf tut weh. Okay, dann fragen wir mal, was Aspororo klingt super. Was ist das? Der Preis für das Taubenfutter. Aha. Und was bedeutet das? Na gut, ich verstehe schon. Du willst also verhandeln. Will ich das? Ich biete dir Asporora. Aspora?
Willst du mich beleidigen? Na gut. Was hältst du von Aspororo? Und dazu bekommst du diese schöne Conroy-Puppe. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Das ist ja auch sehr nett, aber ich brauch sie gar nicht. Weißt du eigentlich, was die alles kann? Hast du Pech und 7 Plagen, nicht verzagen, Conroy fragen. Und das alles bekommst du für Aspororo. Noch weiter gehe ich mit dem Preis aber nicht runter. Aber... Na gut, Aspororo. Aber noch tiefer gehe ich wirklich nicht. Robert, ich weiß leider nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr mir nicht einfach das Futter geben und... Na fein, ich sage Aspiriri. Wie bitte? Aspiri! Warum schreit ihr mich denn an? Ach, verdamm mich. Na fein, ich gebe dir das Futter für Asp. Jetzt zufrieden? Ich weiß nicht. Was? Okay, ich leg die Puppe noch oben drauf. Einverstanden, nimm sie einfach. Heißt das, ich könnte die Puppe und das Futter umsonst? Ja, sag ich doch. Wie sehr willst du mich eigentlich noch demütigen? Danke, ihr seid wirklich sehr nett. Und du bist der durchtriebenste, hartherzigste Asposer, den ich je das Missvergnügen hatte zu treffen. Oh, das tut mir sehr leid für euch. Danke für das Futter. Ja, wir haben ihn jetzt natürlich gut runtergehandelt. Wir haben alles umsonst bekommen. So. Ich würde sagen, wir versuchen mit der Taube. Und ich dachte, sie mag mich. Im Namen Conroys, komm da jetzt sofort runter. Jetzt gib ihr halt das Taubenfutter. Ach, ich glaube, ich muss das ziehen, gell? Mal schauen, ob das klappt. Hey, der Beutel ist ja leer. So, rein. Was ist los? Willst du entweder dein Geld zurück? Naja, den Faden kann ich ja behalten. Okay, nicht gut. Vielleicht kann ich damit den Wurm... Willst du einen Faden haben? Nein. Ich glaube, er braucht keinen. Glaube ich auch nicht. Versuchen wir, den Wurm mit dem zu fangen? Vielleicht klappt das. Dann verschwindet der miese Wurm nur wieder in seinem Loch. Ich brauche den Wurm, weil der Wurm... Mit dem Faden könnte ich vielleicht angeln. Das wird nicht klappen. Das ist zu hoch. So bekomme ich den Fisch da nicht herunter. Hey Wurm, du siehst durstig aus. Oh. Armer Wurm, wir haben ihn einfach alkoholisiert. So, jetzt schnapp ihn dir. Hol ihn. So, komm her, die Party ist vorbei. Tada, wir sind so gut. Wir haben den Wurm einfach alkoholisiert. So was macht man nicht mit Wurmlöchern. So was macht man denn dann damit? Versuchen wir es mal das so. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Na toll. Wenn wir das zusammen... Nein, der Faden würde nur reißen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, er glaubt nicht, dass das funktioniert. Schauen wir mal, was da jetzt passiert. Lieber nicht. Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich. Okay, gehen wir nochmal zum Müllhändler. Reden wir doch nochmal mit ihm und nehmen ihn vielleicht nochmal aus. Ach, du schon wieder. Was willst du noch? Meine Selbstachtung hast du doch schon. Ich will mit dem Nochmal Müll. Wegen dem Müll. Du bekommst nichts mehr umsonst. Hör auf zu betteln. Aber ich will was umsonst. Könnt ihr mir helfen? Ich muss diese Taube da fangen. Tut mir leid, mein Junge. Wenn ich hier weggehe, klauen sicherlich alle meinen Müll. Aber wer sollte... Ich sehe hier nur eine potenzielle Person. Er ist ganz schön gemein. Ich will trotzdem... Wie kann ich sie bloß fangen? Keine Ahnung. Ich verkaufe hier Müll. Keine Antworten.
Ich kann nichts mehr machen. Wie kann ich sie bloß fangen? Keine Ahnung. Okay. Dann mach dein Ding wieder zu. Warum geht Wie das Wie kann ich sie nicht? Bloß fangen? Keine Ahnung. Ja, das weiß ich doch schon. Nochmal wegen dem Müll. Du bekommst nichts mehr umsonst. Hör auf zu betteln. Okay. Ach, na, da, X. Dann geh ich mal. Okay, wenn du doch noch Müll brauchst, weißt du ja, wo ich bin. Ja, ja, ich will kein Müll. So, schauen wir noch mal. Kann man hier noch mal? Schauen wir noch mal im Müllhaufen. Davon will ich nichts. Warum willst du da nichts mitnehmen? Mist, lässt sich nicht bewegen. Dabei kann man so einen Tunnel immer gut gebrauchen. Schade. Okay, da geht's nicht mehr. Jetzt probieren wir es mal zur Gasse, aber ich muss ja irgendwie diese blöde Taube hier mitnehmen. Aber ich kann hier nichts mehr mitnehmen. Hier ist einfach nichts mehr. Komm her, Taube. Das bringt auch nichts. Das wird nicht klappen. Warum klappt das nicht? Das klappt auch nicht. Probieren wir das mal. Das ist zu hoch. Er findet es zu hoch. Also gehen wir mal. Ich muss die Taube fangen. Vorher gehe ich hier nicht weg. Okay, also müssen wir noch irgendwo rausfinden. Probieren wir es nochmal mit dem Windrad. Nein, es muss sich schon von alleine drehen. Ein Phosphos. Conroy, ich mag sie. Ich mag Licht. Okay, das da komme ich nicht dran. Wir könnten das hier mal probieren. Das war doch jetzt geraten, oder? Wieso? Warum sollte ich das tun? Ach, weil ich die blöde Phosphos haben will. Nein, der Faden würde nur reißen. Probieren wir das mal. Ich schätze, er merkt eh nicht mehr viel. Oh Gott. Bauen wir jetzt aus dem Wurm? Ich fass es nicht. Wir bauen aus dem Wurm eine Steinschleuder. Das ist ja voll fies. Und ich nehme den Kork an. Mit dem Kork müssen wir das... Ich fass es nicht. Geladene Steinschleuder. So, auf was soll ich zuerst Wir schießen erstmal... Schießen wir auf die Phosphos? Probieren wir es mal. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Okay, dann bitte einmal Robert darüber und einmal auf die Taube. Oder auf den Fisch. Wir probieren es auf den Fisch. Na gut, ich hoffe nur, ich tue ihm nicht weh. Na, der Fisch ist tot. Und alt. Juhu! So. So, Wurm, du bist wieder frei. Aber der Korken bleibt bei mir. Der arme Wurm. Gute Idee. Habe ich es gecheckt. Das war jetzt ein bisschen blöd. Oh, das hat nicht ganz geklappt. Okay, so. Wenn ich das Ende der Windsocke mit dem Faden zusammenbinde. Okay, jetzt haben wir den Kescher. Gut. Bekomme ich einen prima Kescher? Na dann bitte einmal. Du entkommst mir nicht. Hey! Und was glaubst du, was du da machst, du Clown? Kleiner Tipp. Du klaust gerade meine Taube. Oh ja, Nicht gut. Was? Ich klau keine Taube. Sie hat Conroy beklaut, sonst hätte ich sie ja nicht, geklaut. Bist du eigentlich öfter hier? Wie auch immer. Huck, komm her. Sag deinem Conroy, von nun an weht ein anderer Wind. Nicht gut. War nett, dich kennenzulernen. Okay, ganz ruhig. Was würde Conroy jetzt tun? Oh nein, er wird mich umbringen. Ich muss diese Taube finden. Armer Robert. Und das Mädchen. Vor allem das Mädchen. Wenn ich bloß ihren Namen wüsste. Laura. Gesucht wegen Diebstahl, Staatsfeindlichkeit, Körperverletzung, Kaugummikauen in der Öffentlichkeit, Basilienerzürnung. Sie hat ein hübsches Lächeln. Kaugummikauen in der Öffentlichkeit. So, wir Bevor nehmen sie mal. Hier herumliegt. Genau, und den Fisch nehmen wir auch mit. Der ist ja ganz fettig. Ich kann ihn nicht packen. Mhm.
Ich will den aber mitnehmen. Vielleicht können wir jetzt... Können wir jetzt was machen? Davon will ich nichts mitnehmen. Ich würde nur gern irgendwie die... Da komme ich nicht dran. Probieren wir es nochmal. Das könnte Spaß machen. Och Mann. Bringt aber nichts. Also die Phosphoryl kann mir auch nicht helfen. Okay. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Toll, die Puppe hat sogar Conroys Stimme. Okay, jetzt gehen wir mal zur Berggasse und schauen. Ja Leute, ich mache hier eine 30-Minuten-Folge und dann ist aber Schluss. Und was ist das? Ein ziemlich cooler Igel. Sieht aus wie eine Kartoffel mit Stacheln. Ich frage mich, was dieser Igel da tut. Naja, jetzt gucken wir mal. Diese Melodie, sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich habe die Melodie jetzt einfach geschlossen. Hallo? Hallo, junger Mann. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich bin auch neu in der Stadt. Wer kommt denn bitte freiwillig hierher? Eigentlich suche ich nur jemanden. Gut, wir fragen mal über Laura. Hast du ein Mädchen mit einer Taube hier langkommen sehen? Sie heißt Laura. Die von den Fahndungsplakaten? Ja, die ist eben an mir vorbeigelaufen. Ich muss sie finden. Wie gut es sich da trifft, dass ich weiß, wo sich die Kleine herumtreibt. Was? Wirklich? Oh, toll. Ihr müsst es mir sagen. Sie hat Conroy bestohlen. Der arme Conroy. Ich habe ja nichts, was man stehlen könnte, seit mein Mann mich verlassen hat. Das tut mir leid. Braucht es nicht. Er wurde versteinert. Oh. Ja, zumindest auf die Basilen ist Verlass. Oh, die scheint aber nicht sehr, sehr erfreut über... Ich weiß so einiges, mein Kleiner. Aber jedes Wissen hat seinen Preis, wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Du verstehst es nicht, oder? Ich fürchte, nein. Ich würde es dir ja gerne sagen. Aber die Sorge um mein Baby hat mich vergesslich gemacht. Wenn ihm wieder warm würde, könnte ich mich bestimmt besser erinnern. Okay, wir fragen trotzdem nochmal. Hast du dafür was für mich? Nein? Dann kann ich mich gerade leider nicht erinnern, wo sie hingelaufen ist. Du bist ganz schön fies. Allerdings... Okay, dieses Lied, es erinnert mich an etwas. Schön, nicht wahr? Meine liebe Mutter hat es mir auch immer vorgesungen. Meine Mutter hat es mir beigebracht. Und woher hat die es? Von ihrer Mutter. Ah, und wo hat die es her? Von ihrer Mutter. Ach so, und woher kennt die es? Der okay. Wind hat es erfunden. Punkt. Die wird ganz schön ausgefragt. So, jetzt fragen wir mal wieder Baby. Dein Baby ist also kalt, aber es guckt so glücklich. Ja, mit einem Lächeln kann es die Welt besser ertragen. Also die Kälte oder den Hunger oder die Hoffnungslosigkeit. Oh, das tut mir leid. Wie leid? Was? Naja, Mitleid bekomme ich überall geschenkt. Was ich wirklich brauche, ist etwas zum Anziehen für mein Kind. Oh, das kann ich verstehen, aber ich muss jetzt wirklich... Danke, du bist ein Engel. Also ich dachte da an sowas wie ein Leibchen. Ein was? Ein Leibchen aus Erdbeergarn zum Anziehen für mein Baby. Okay... Schauen wir mal nochmal nach Laura. Wenn du mir das Leibchen besorgt hast, bringe ich dich sogar persönlich hin. Oh, wie nett. Fragen wir nochmal das Baby. Wie heißt denn das Kleine? Conroy. Ach, wie toll. Du hast es nach dem Abt benannt. Man weiß ja nie. Vielleicht stimmt das die Basilen ja milde. Ich finde, der Name passt sehr gut zu ihm. Danke. Es ist ein Mädchen. Das ist schlecht. So, jetzt fragen wir noch wegen dem Leibchen. Aber woher bekomme ich so ein Leibchen für dein Baby? Wenn ich das wüsste, würde ich mich selber darum kümmern, glaub mir. Aber ich muss nun einmal hier bleiben und die wenigen Habseligkeiten, die ich besitze, beschützen. Und das Baby. Wo soll ich nur anfangen zu suchen? Dir fällt da schon was ein. Oh, und es sollte schon echtes Erdbeergarn sein. Aber
Das ist doch der teuerste Stoff von Asposien. Der Stoff der Windmönche, der Herrscherstoff. Das Baby besteht darauf. Oh ja, natürlich. Ich schätze dann... Solltest du mal anfangen, danach zu suchen. Okay, also ein Leibchen aus Erdbeergarn. Irgendwie habe ich da keine Lust drauf. Kann ich... Wenn du willst, dass das arme Kleine weiter friert, willst du das? Nein. Dann besorg lieber schnell das Leibchen. Okay. Leute, wir suchen das Leibchen in der nächsten Folge, denn wir sind bei 30 Minuten angelangt und länger möchte ich jetzt wirklich nicht machen. Das war die erste Folge von The Inner World. Lasst mir doch Kommentare da, Likes, Abos, wie ihr möchtet. Ich freue mich auf die nächste Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.